Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Wolfgang Wenger, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Kommen Sie her. Also, langjährig sage ich, es ist Ihr letzter Auftritt. Sie gehen in Pension. Zieht ein bisschen Wehmut durch die Seele? Ja, natürlich, wenn man das so mal gemacht hat. Aber wenn man das anschaut, wenn man da steht, das Wetter passt, meine Familie ist da, meine Kinder, mein Enkel, der Justus, alle Leute sind da. Passt alles, schicks. Nach 15 Jahren Wiesn, was wollen den Leuten mitgeben? Was bewegt Ihr Herz? Was war wichtig? Also die Wiesn ist ganz was Besonderes, auch für uns, für uns Münchner Polizisten, ist unser Wiesn. Und was auf der Wiesn so besonders ist, ist diese Gemeinsamkeit. Und ich sage immer, für uns Polizisten ist die Wiesn Polizeiarbeit pur. Wir sind da, wo wir hinkehren, mitten unter die Leute. Und das ist Polizeiarbeit pur. Und es ist immer eine Gemeinsamkeit, wenn es ein Problem gibt mit dem, egal was es ist, man setzt zusammen, man sucht eine Lösung, eine pragmatische Lösung, dann sagt's, und dann passt es auch. Und das ist Wiesn. Man muss zusammenhalten. Es ist wirklich immer erstaunlich, dass dieses Riesenvolksfest so friedlich abläuft im Großen und Ganzen. Und dafür danke ich Ihnen und stellvertretend auch natürlich der Münchner Polizei, denn dieser Marsch, der Larida-Marsch, der gehört Ihnen und Ihren Kollegen. Wolfgang Wenger, Dankeschön! Mit Wolfgang Wenger, dem Pressesprecher der Münchner Polizei. Das Staberl nehme ich, aber dafür gibt es aus